Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play und zwar mit Shadow of the Tomb Raider, wie am Montag ja schon angekündigt. Das ist das neue Let's Play Shadow of the Tomb Raider und somit schließen wir somit auch die Trilogie hoffentlich ab und ich freue mich jetzt schon wie Bolle, weil ich sage euch jetzt schon, Shadow of the Tomb Raider, wie ich es ja auch schon am Montag gesagt habe, ist eines, wenn nicht sogar mein absoluter Lieblingsteil aus der Trilogie. Wir drücken mal Start. Spoiler, auch das, so wie halt der erste Teil, der zweite und der dritte. Ihr seht's, ich hab's auf jeden Fall einmal durchgespielt. Auf jeden Fall, ihr seht es dann ja auch, da New Game Plus habe ich ja. Und. Also ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt, aber mein letzter Playthrough ist auch im erst Januar her. Das heißt, ich weiß auf jeden Fall ungefähr, um was es geht. Werd aber dann natürlich nicht spoilern. Also die Dinge, die absolute Spoiler sind, werde ich natürlich nicht spoilern, wie halt in den letzten beiden Teilen auch. Aber ich habe halt nicht mehr so viel Ahnung, was Gräber zum Beispiel angeht. Aber naja. Ich habe lange gehabert. Machen wir ein normales neues Spiel? Oder machen wir tatsächlich neues Spiel Plus, wo ich alle Sachen schon habe, wo ich auch schon alle Outfits habe? Und wir haben auf jeden Fall in diesem Teil mehr Outfits zur Verfügung. Also noch mehr Accessoires für mich und für euch. Freue ich mich jetzt schon. Und wie gesagt, da habe ich halt schon alles fertig abgegradet. Und ich habe mir gedacht, komm, nachdem ich jetzt im ersten und zweiten Teil keinen New Game Plus hatte, werde ich es hier auf jeden Fall machen. Es heißt aber nicht, das sage ich euch jetzt schon, dass das Spiel jetzt 100% einfacher ist, nur weil ich jetzt ein neues Spiel Plus mache. Naja, machen wir ein neues Spiel Plus. Um das neue Spiel Plus zu importieren. Ja, dann nehmen wir einfach mal den letzten, sage ich jetzt mal. Ja, den letzten Speicherstand. Keine Speicherstand zu importieren gefunden. Bitte wählen Sie ihn. Also. Nehmen wir den. Adler, wählen Sie Ihren Pfad. Adlerpfad, Visier des Adlers, Wahrnehmung des Adlers, Mal der Eule. Wählen Sie Adlerpfad aus, um das Abenteuer mit neuen Fähigkeiten, Outfits und Waffen zu beginnen. Ah, okay. Okay. Jaguarpfad. Oder den Schlangenpfad. Wir nehmen einfach mal den Jaguarpfad. Ist besser. Dann nehmen wir das mal. Kann nicht überschrieben werden. Ah, jetzt kann ich's. Okay. Gut. Schwierigkeit wählen. Welche Schwierigkeit nehmen wir denn mal? Wir können normal. Ach so, das ist Gesamtschwierigkeit. Ah ja, stimmt, da kann man ja jede einzelne. Ja, Kampfschwierigkeit. Ja, eigentlich können wir alles auf normal lassen oder wir spielen auf einfach, aber wir lassen alles normal. Rätselschwierigkeit machen wir auch normal. Geländeschwierigkeit normal. Und Kampfschwierigkeit machen wir auch normal, würde ich sagen. Naja. Dann würde ich sagen, let's go. Und ich freue mich jetzt schon. Und wir hören uns gleich wieder, wenn die Zwischensequenz kommt. Aber ich warte da noch ein bisschen, bis er halt dann wirklich kommt. Weil die Ladenzeiten sind ein bisschen lang. Und da sind ja sehr, sehr freundlich bei dem Tomb Raider Spiel. Auf jeden Fall, bis gleich.
Jonah, hörst du mich? So, jetzt müssen wir hier uns dann ein bisschen reingucken. Ja, wir müssen uns weiter hochklettern. Jetzt, keine Ahnung, wo Lara jetzt da schon wieder ist. Auf jeden Fall ist sie ganz tief. Aber das ist auf jeden Fall schon mal klar. So, Trinity Marker, ein Emblem des Trinity. Einfache Bewegung, also kriegen wir jetzt so ein kleines Tutorial, wie die Steuerung ist. So viel kann ich, also das kann man schon mal sagen. Schwaches Licht aus der Höhle klettern. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Ja, also eigentlich alles beim alten Jonah kennen wir ja noch. Und ihr seht es, neue Gameplay-Möglichkeiten. Also das Spiel, also Shadow of Tomb Raider. Was Gameplay-technisch angeht, hat es sich nochmal um 180 Grad ein bisschen gedreht, meiner Meinung nach, finde ich. Im positiven Sinne. Weil, ihr seht es, es war in den ersten Teilen nicht so ganz möglich. Also, nicht so möglich, wie wir es erkennen. Aber wieder, ich meine es im positiven Sinne. Ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs, bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte, sei vorsichtig. Ah, alles gut. Was ist denn das?
Lara! Wow! Sieh dir das mal an! Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Mhm. Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Er verwischt hier seine Spuren. Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Komm jetzt! Los! Los! Schnell! Komm schon! Lauf, lauf, lauf! Los, los, los! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Schon. Hey, willst du dich frisch machen? Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja, rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche, was rauszufinden. Ach übrigens, im Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich bin total verrückt. Ist er? Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine, die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also, deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Ja, also Dr. Dominguez folgen, würde ich sagen. Trinity's Leute sind bewaffnet.
und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Sie wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Ja, im Schatten Dominguez finden. Also, ich würde eigentlich sagen, hier würde ich eigentlich eher feiern, anstatt irgendwelche Nachforschung zu machen. Aber gut, Lara. Suchen wir weiter. Und das ist halt deine Aufgabe. Aber wir haben ja trotzdem Zeit. Wir haben ja trotzdem Zeit, hier alles, ich sag's mal, in Ruhe durchzugucken. Wir müssen uns ja nicht hetzen. Das ist ja das Gute. Das viele Essen lässt meinen Magen knurren. Hättest du was essen sollen? Ich war zu aufgeregt. Wie üblich. Ja? Da hat er gerade schon mal recht. Ich muss echt sagen, also das, was das angeht, ist sehr, sehr gut mit dem Feeling und. Ich nicht dran denke. Also es ist halt extrem geil, dieses Feeling. Oder die Stimmung, die da so rüberkommt vom Spiel. Also, ich habe siehst sehr viel. Was? Also ich finde es einfach nur mega. Oh, das ist ein Kind. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ja. Ich mag keine Menschenmengen. Sturmwaffen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Jonah, er ist am Tor. Bin ich aber auch nicht so der Fan von Menschenmassen. Von Menschenmengen. Denk, passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut, hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, ihr seid richtig heiß auf Jesterstein. Schick das mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Das ist meine Cousine, Abuela, kommt von hier. Wenn es nicht so aussieht, dann Weg ist hier. Ach schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Ja, und währenddessen haben wir es geschafft, da uns, ich sag's Jonah, mal, anzustellen. Ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Verzeihung. Ja, Sola. Oh shit. Medizin kennen wir ja auch. Medizinische Pflanzen dienen der Heilung. Also ist hier ja, Friedhof, würde ich sagen. Würde ich nicht nur sagen, das ist ein fucking Friedhof, weil man sieht hier sehr viele Gräber. Natürlich alle. Respekt. Aber auch da muss ich sagen, ich nutze einfach die Gelegenheit, da mehr was zu sagen, weil, wie gesagt, ihr hört es, aber am Anfang ist ja immer sehr viel. Ich find das sehr, sehr gut. Ich finde das sehr gut, wie das aufgebaut worden ist, wie das alles so rüberkommt und. Wir haben's nie in den Flitter geschafft. Mein herzliches Beileid. Vielleicht mache ich die Reise allein. Ja. Aber deswegen, also man fühlt richtig mit den Leuten mit, die trauern. Das wollte ich noch sagen. Und das ist halt extrem gut, wenn das ein Spiel schafft. Verzeihung. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, du hast recht. Mein Fehler. Okay, Dominguez soll der Chef
von Trinity sein. Aha. Gut, wir wussten halt, wir haben ja auch schon so ungefähr ungefähr ja auch so gesehen, also nicht nur so gesehen, wir haben ja auch schon gesagt bekommen, dass Konstantin zum Beispiel oder Anna, keiner von den beiden irgendwelche Anführer sind. Jemand hat anstelle 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Komma. Keine Vermutung. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Und erinnert euch Jonah, nochmal? Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Und bedenkt euch nochmal kurz, ne? Am Ende, wo ja Anna umgebracht worden ist. Von dem Scharfschützen. Und die Stimme kommt auch wirklich. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Ja. Muss man sagen, es sind nur Seitengäste, trotzdem waren die ziemlich gut designt. Muss man sagen. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto, weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Sie finden sie gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Ich glaube, er überreagiert ein bisschen, weil wir sind ja gar nicht da. Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, aber ich würde es dann halt wieder interessieren, ob man da entdeckt werden kann. Ich will es gar nicht ausprobieren. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Gut, dass keine Tür. Ich meine, ja. Ja. Es ist eine Tür, die machen wir zu. Keine Sorge. Da. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Da ist aber noch ein kleiner Unterschlupf, wo wir kurz rein können. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Im Schatten einen anderen Weg in die Ausgrabung finden. Ah, machen wir schon. Einzelteile, Wegweiser, kennen wir ja. Wird angezeigt, wo das Ziel ist, wo die wahrscheinlich auch, wo die Gegner sind. Kennen wir ja schon alles aus dem ersten und zweiten Teil. Aber trotzdem auch der bleibt unser wunderschöner Wegbegleiter, sage ich jetzt mal. Also den werde ich auch schon das ein oder andere Mal verwenden. Wände hochklettern, drücken Sie X, um zu springen, dann erneut X, um die Wand hochzuklettern. Das ist geil eingebaut. Jetzt das Tutorial. Okay. Jetzt haben wir wenigstens den allen. Wir haben wenigstens hier unseren Bogenschützen, also unseren Bogen. Den ollen zuverlässigen. Wie man so schön sagt. Und wir werden natürlich immer auf dem Part beenden. Entweder.
Ich tue dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Joe, ja. Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Ja, auf jeden Fall schnell. Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist, wie gesagt, Folgenende wird meistens, oder wie eigentlich viel zu häufig, entweder wir sind gerade in einer spannenden Stelle und es gibt da ein Autosave, oder halt bei einem Basislager halt, ne? Also halt eigentlich immer wie gewohnt. Und ja, das wollte ich halt noch kurz sagen. Ich kenne diese Figur. Das ist X-Chill, die Göttin des Vollmonds. Oh, und das ist Chak'Chell, der Neumond. Da ist eine Inschrift. Chak'Chell. Der Schlüssel liegt jenseits ihres Blickes. Der Schlüssel. Das ist es. Der Eingang muss da unten sein. Ja. Ich muss da runter. Ach, das wird schon. Abseilen, drücken Sie L2 oder R2, um sich... Aha. Okay, das müsste gehen. Ja. Und da, ihr seht es. Es ist einfach wirklich so... Rise of the Tomb Raider war schon vom Gameplay her, von den Möglichkeiten, schon extrem gut, aber Shadow of the Tomb Raider. Sofort die Stätte sichern. Wenn Dr. Dominguez eintrifft, gehen wir zusammen rein. Danke. Auf jeden Fall, und Shadow of the Tomb Raider, denkst du einfach nur so, ja, ich will jetzt einfach mich nochmal um 180 Grad drehen und nochmal alles ausreizen oder noch mehr einbauen, was geht. Und das ist mega gut. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das lässt sich auch sehr einfach. Ich sag mal, lässt sich auch sehr einfach steuern. Muss ich auch sagen. Also finde ich, ich hab meinen Spaß. Ich find's super. Ich habe auch soweit keine Probleme. Alle Einheiten bereit machen. Dr. Dominguez kommt nach unten. Verdammt, ich muss mich beeilen. Ach, wird schon. Ah, okay. Mal wieder kurz abseilen. Scheiße! Ich schaff das. Ja, das wird schon. Zack! Es lässt sich einfach wirklich smooth. Die Statue blickt zu dieser Höhle. Es lässt sich einfach schön von der Hand einfach abspielen. Okay. Bin ich da falsch oder? Nee, eigentlich nicht. Oder muss ich mich da abseilen? Na, anscheinend. Na, macht ja nur Sinn. Zack. Und zack. Geronimo! Boah, gut. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Steht anscheinend sonst unter Wasser. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal ein Autosave. Nein. Ach, die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Das ist jetzt nicht so geil.
einen Fähigkeitspunkt haben wir. Nice. Schön, schön. Ah, da sind da Bogen gefragt. Kennen wir ja auch aus dem ersten und zweiten Teil, dass man das da abmacht. Das hätte ich kommen sehen müssen. Ah, das typische Ausweichen, das können wir ja auch. Zack. Flöte in der Dunkelheit aus 5 Todesflöten. Ja. Also die können wir auch abschießen. Ah! Ratten. Also ich würde sagen... Was ist das hier? Jo. Überlebeninstinkt. Ja, wir müssen auf jeden Fall da durch. Aber trotzdem... Will ich mich hier noch mal ein bisschen kurz umschauen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, sie hat gerade gesagt, sie hat euch gerade gesagt, dass sie dafür keinen Platz hat. Während sie in 1 und 2 still war. Also selbst das ist, selbst dafür haben sie was gefunden und das finde ich halt mega gut. Ich weiß, das sind nur Kleinigkeiten, aber es sind Kleinigkeiten, die irgendwie auch, finde ich, dazugehören. Ich kann dann hier erstmal noch was hier. Okay. Geht nicht. Wir schwimmen jetzt einfach. Oh Gott, ich hasse ja Steuerung. Schwimmsteuerung mag ich ja. Und ja, man kann mittlerweile, man kann auch im Wasser nach Sammeln, Sachen sammeln. Ressourcen und so. Also selbst dafür hast du mittlerweile. Kannst es machen. So. Kurz Luft wiederholen. Immer sehr, ist immer wichtig und wichtig. Boah. Hilfe, da habe ich mich jetzt gerade kurz erschrocken. Oh, toll. Das ist ja natürlich nicht so die geile Option. Na komm, jetzt Viereck. Komm. Boah. Da muss ich sagen, wenn man in so einer Situation geratet, man merkt, okay, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Ja, mach das. Archivierte Karte, ja, die nehmen wir doch mal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, okay. Ja, da kann man hier nochmal gucken. Relikt und Überlebensversteck. Ja, aktuelles Einsatzziel. Wandgemälde. Also man kann hier gut Dokument. Also man kann hier nochmal gut durchgucken, sage ich jetzt mal. Und nochmal alles nachgucken, wie was ist und wo man noch was vergessen hat und. Also ist eigentlich sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr praktisch auch. Habe ich sogar manchmal sehr oft verwendet. Naja. Auf jeden Fall, ich sehe. Fehlende Ausrüstung. Ja, da können wir nicht durch. Weil da haben wir keine Ausrüstung. Aber ich habe gesehen, wir haben hier einen Speicher-Safe. Und dadurch würde ich sagen, gehen wir im nächsten Part von Let's Play Rise of
Rise of the Tomb Raider. Ich meine natürlich Shadow of the Tomb Raider. Es ist natürlich noch ein bisschen, ich sag's mal, ein bisschen gewohnt, wenn man die ganze Zeit Rise of the Tomb Raider gespielt hat und dann spielt man Shadow of the Tomb Raider. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Part von Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Wenn es dem so ist, dann lasst uns doch, oder lasst dem Video hier einen Daumen nach oben da, würde uns ziemlich sehr, sehr freuen. Und würde uns natürlich uns auch weiterhelfen. Und ja, unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links zu Twitter und zu Instagram. Und ja, dann, wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, könnt ihr ja auch ein Abo dalassen. Ist kostenlos. Dann könnt ihr ja auch die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Montag wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Ciao. Tschüss.